Leute, wir sind hier beim Volcano Express. Das ist die erste Rutsche, die wir heute fahren werden. Hier geht es darum, einen Vulkan hochzuklettern und dann den Vulkan runter zu rutschen. Und wir werden jetzt einfach mal testen, wie diese Rutsche so drauf ist. Und ich nehme euch natürlich während der Rutschfahrt gleich auf meinem Kopf hier mit. Und durch meine Helmkamera können wir uns die Rutsche gemeinsam ansehen. Okay, jetzt haben wir die Matte vergessen. Vergessen, die Matte mitzunehmen. Es sieht ganz schön düster da drin aus, aber mal gucken, was passiert, ne? Wir sehen uns unten wieder. Es schmeißt sich so krass herum und es ist so schnell durch die Matte. Das war schon echt richtig heftig, das zu fahren. Weil du fährst dann nämlich drei Berge gleichzeitig runter und dann schleudert es sich so und du weißt nicht, was du tun musst. Und das war schon richtig krass, Alter. Okay, als nächstes probieren wir einfach mal die Route da aus. Hier geht's Richtung Tornado. Ich glaube, der Wasserpark ist schon recht alt, da alle Rutschen schon ein bisschen braun sind. Die Schilder sind auch nicht mehr die neuesten. Und hier knurrt irgendwas. Und da drin ist ein Löwe gefangen. Okay, wir gehen jetzt zu einer Trichterrutsche. Das ist eine ganz, ganz riesige Rutsche, wo du am Anfang erst so durch ein ganz normales Ding fährst. Und dann irgendwann kommst du einfach in diesen Trichter rein. Dann wirst du diesen Trichter richtig rumgeschleudert. Ich glaube, es geht auch nur zu viert. Das ist ganz schön, das kannst du auch alleine fahren. Ey, lass, ich fahr dann einfach mit denen. Junge, ich saß da mit den Chinesen drin, Mann. Also ich muss sagen, das ist auch voll heftig, Mann. Das schlägt dich richtig in diesem Filter die ganze Zeit herum. Und du denkst, du fliegst da gleich raus. Aber ich hab's überlebt. Hat man gesehen, wie wir in dem Ding drin waren? Ja, man hat's gesehen. Alter, Junge, das war richtig krass. Wir können jetzt gerne noch was anderes fahren. Zum Beispiel so eine andere Rutsche halt. Ich habe gerade gedacht, als ich da ganz oben war, dass ich einfach umkippe und dann irgendwie rückwärts auf den Rücken falle oder so. Das ist richtig gefährlich, Mann. Ich bin auch voll hochgegangen, gell? Hast du das gesehen? Ich bin fast ein bisschen an die Spitze gegangen, Mann. Das war ja übelst crazy. Das ist übrigens der Babypark.
Macht sogar mehr Spaß als die richtigen Rutschen. Nein, aber ich habe mich gut geschlagen, gell? Soll ich den Baumstamm nochmal ausprobieren in schnell? Probier. Die Frau so. Damn! Echt? Das ist wirklich so schlimm hier, weil jeder Reifen, ne, der ist nicht beim Eingang, sondern jeder Reifen, ne, ist einfach irgendwo unten. Einfach so irgendwo unten. Das ist der Schrott. War das nicht für die hier? Dann lass die hier fahren einfach. Ich bin bereit. Das ist die nächste Rutsche, die wir fahren werden. Es ist so eine Rutsche, wo du auch in den Trichter reinkommst, aber du fährst nicht so, sondern du fährst die ganze Zeit im Kreis, bis du halt eben da irgendwie drin landest. Ah. Und wir müssen jetzt gucken, dass wir da irgendwie das Ding überleben. Mal gucken, wie es da drin so aussieht. Ich gehe schon mal einen Reifen holen. Du bleibst kurz oben, oder? Ich warte. Okay. Roter Ring am Start. Auf der anderen Seite, Mann. Okay, tschüss. Ciao. Wow! Woohoo! Warum hast du das nicht gemacht? Junge, keine Ahnung, wie der das macht. Junge, das muss ich ja auch machen. Oh Junge, komm hier dran, komm hier. Junge, das muss ich auch können. Junge, wie macht der das? Woo! Ich muss das auch heute noch ein bisschen üben. Okay Leute, wir hoffen auf jeden Fall, dass euch das heutige Video gefallen hat. Heute mit diesem Abschluss hier, das war der Waterpark Wet n Wild auf Hawaii. Einer der größten Wasserparks hier auf Oahu. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Man sieht sich im nächsten Video. Hau rein Leute. Ciao.